Und wir beginnen mit dem Bastian. Er bewirbt sich für die weiteren Listenplätze und hat ein Thema, ich weiß gar nicht, ob wir das heute schon hatten. Oh ja, Verteidigung hatten wir schon mal, aber ich glaube, über das kann man immer reden. Und ich weiß, da gibt es auch eine, wie soll man sagen, Tangente, die auch mit dir persönlich zu tun hat. So ist es. Ich habe in Wien damals meine Kippa runtergenommen, habe euch erzählt, dass das ein Europa ist, in dem ich nicht leben möchte, wo ich nicht der sein kann, der ich bin. Die habe ich heute nicht mit. Ich habe Schularbeiten mit, was sich aber ganz gut trifft, weil ich auch über was anderes reden möchte. Verteidigung beginnt in der Schule. Geistige Landesverteidigung, vielleicht ein gutes Stichwort. Kommt sicherlich zu kurz, ist aber ein Thema. Wertevermittlung und generell Krieg, spätestens seit 2022 ist das ein Thema. Kommt ein großer Krieg, Herr De Monte? Ich weiß es nicht, war die Antwort. Und viel Angst dabei. Auch das, ein Europa, in dem ich sicher nicht leben möchte. Ein Europa, in dem ich Angst habe und nicht weiß, was passiert. Ich möchte in einem Europa leben, wo ich weiß, dass wir widerstandsfähig sind, wo wir eine EU-Armee haben, die unsere Werte hochhält und wo es gar nicht erst zu einem Krieg kommt auf unserem Gebiet. Ich möchte in einem Europa leben, nicht der Angst, sondern des Mutes. Und das war viel kürzer, als ich es geplant hatte. Danke.